nimmt so eine Beethoven-Sinfonie und transformiert das in eine völlig andere musikalische Sprache und trotzdem ist es eben nicht zertrümmernd, sondern ist voller Liebe zu Beethoven. Gleichzeitig ein bisschen frech, aber alle, die und wir haben einfach Spaß dabei. Und dann stellt sich die Frage nach U-Musik oder E-Musik überhaupt nicht mehr, sondern es ist einfach Musik und die ist gut und die macht uns Freude zu performen. Schon mal zusammengearbeitet vor einigen Jahren und da entstand der Wunsch daraus, dass wir unbedingt mit denen wieder zusammenarbeiten wollen und dann redet man miteinander und man legt sich auf einen Komponisten fest, also ein Thema. Das ist dann unglaublich spannend, was rauskommt, das weiß man ja auch immer nicht, wenn man das quasi in Auftrag gibt. Ja? Und als wir dann zum ersten Mal uns getroffen haben und das gemeinsam gemacht haben, da spürten wir alle, dass es einfach richtig, richtig gute Stücke sind. Die Jungs haben es, was die Komposition betrifft, einfach richtig drauf. Und das sind dann solche Gefühle, dass man denkt, wow, hier ist gerade echt was Neues entstanden, das ist perfekt. Zur ersten Probe getroffen haben, kamen die Uwaga-Jungs zu uns, zum Orchester, zu den Spielern und haben uns die Spieltechniken beigebracht, die wir so ja als Klassikspieler nicht kennen. Also dieses. Das kennen wir ja ein bisschen aus der ganz modernen Musik, aber hier ist es etwas ganz, ganz anderes, weil es hat immer zu tun mit Groove und dann sind auch bestimmte Techniken, die musste das Orchester erst lernen und alle hatten so Lust und alle waren tierisch neugierig einfach und dadurch ist jetzt sozusagen auch bei uns einfach was Neues entstanden, ein Weg, der gemeinsam gegangen wurde, da sind wir enger gewachsen. Das war bei unserer ersten Zusammenarbeit auch noch nicht der Fall und jetzt sind wir eine Stufe weiter. Also das Adagio aus der Pathetik ist mein persönliches Lieblingsstück. Also ich finde ja, das ist der erste Popsong und bleibt auch der beste Popsong der Musikgeschichte irgendwie. Da gibt es Stellen drin, so wenn dann der Bass mit dem Solo anfängt, da kommen mir jedes Mal die Tränen. Das finde ich Wahnsinn. Funktioniert zwischen den beiden Ensembles so viel, dass da einfach das befruchtet sich von gegenseitig andauernd. Und dann kommt noch diese unfassbar gute Musik hinzu und das Ergebnis ist perfekt. Ich glaube, die Ensembles mögen sich auch gegenseitig schlicht und ergreifend. Das ist eine unglaubliche Energie, die vom Orchester kommt und man könnte ja meinen, da fehlt jetzt Routine. Die haben sie trotzdem, ne? Obwohl sie relativ jung sind, weil sie ja doch schon auch viel Erfahrung als Orchester haben und dann kommt noch dazu, dass eben diese unfassbare Energie, die über diese ganzen Tage trägt und der Wille immer am Ball zu bleiben. Ich finde es immer so unglaublich, wie er es schafft zu motivieren, weil er selber so eine Energie hat. Ich weiß nicht, wo er die herzaubert, aber er hat so eine Energie und er schafft es auch, diese Energie an das Orchester zu übertragen. Also auch bei den ruhigen Passagen strahlt ja das aus, was die Musik sagen muss, das ist das, was ein Dirigent können muss. Und das kann ja wahnsinnig gut aufs ganze Orchester ausstrahlen, auf uns hinten auch. Und wir haben halt auch Sachen, wo diese Lebensfreude da sein muss und die war immer da, wie auf Knopfdruck. Und das ist aber auch dann echt bei ihm und das merkt man auch.
Na, ganz gut.